Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Nobunaga's Ambitions. Ja, wer kein NES-Game versäumen will, der kann da unten gleich mal abonnieren. Da kommt noch jede Menge Zeug. Aber lasst uns jetzt gleich mal loslegen mit Nobunaga's Ambitions. New Game, yes, yes, wir wollen ein New Game. 17 Felder reichen uns. Möchte ich die anderen Kämpfe sehen? Nein. Wie viele Spieler? Einer, das bin ich. Und wir suchen uns gleich mal ein Feld aus. Wir nehmen ganz oben das Feld 1. Haut mal in die Kommentare, was euer Lieblingsstrategiespiel ist. Nicht nur am NES, sondern generell überall. Ich verrate euch meins am Schluss. Ich möchte euch ja bei eurer Entscheidung nicht beeinflussen. Also schreibt in die Kommentare euer Lieblingsstrategiespiel. Und wenn ihr wollt, natürlich auch, warum es das ist. Gut, was haben wir hier? Leben. Wie viel Leben hat unser Held hier? Schauen wir mal. Unser kahler Held. Schauen wir mal, wie viel Leben der hat. Und 86 ist okay. Ist jetzt nicht hervorragend, aber ist okay. Geschwindigkeit 82 ist auch so okay, so durchschnittlich, glaube ich. Okay, Luck. Wie viel Glück? Wie viel Glück? Na, Glück hat er schon mehr. Richtig Glück gehabt beim Glück. Und Charme. Wie charmant ist der junge Mann hier? Wobei, so jung ist er nicht mehr. Wir hatten nicht mehr allzu viel Haare. Richtig charmant. Wow, der muss richtig Glück haben. Bei den Frauen und den Truppen natürlich auch. Und IQ, wie intelligent. Wow, richtig intelligent. Intelligent, charmant und sonst durchschnittlich. Ja, das könnte ja was werden mit uns. Ja, das ist okay. Skill Level, also es wurde mir geraten, hier nur eins zu nehmen, weil das Spiel sau schwer ist. Angeblich braucht man 2 Wochen, um sich hier reinzufuchsen. Ich habe die nicht. Ich habe keine 2 Wochen. Ich versuche jedes NES-Game zu spielen. Ich habe keine 2 Wochen Zeit. Sorry. Wenn das hier jetzt kein hochprofessionelles Let's Play wird, ich erzähle euch lieber was von meinem Lieblingsspiel. Okay, ich verrate es euch jetzt schon. Mein Lieblingsspiel ist Dune 2. Dune 2 gibt es für PC und Mega Drive. Okay, was machen wir? Wir gehen gleich über in den Kampf. Oder heiraten wir vorher noch? Wir heiraten einfach mal. Okay, wir heiraten Frau Nummer 2. Also da hätten wir doch eine hübsche Pixel-Grafik reinhauen können. Eine hübsche Pixel-Frau. Nein, man kann sich eine Nummer aussuchen. Aber ich nehme 4, weil 4 ist viel näher am 64 und wir wissen alle, 64 ist die beste Zahl der Welt. Okay, wir haben hier geheiratet und das hat uns voll beeinflusst jetzt, das Heiraten. Gut, ich weiß nicht, ob man öfters heiraten kann hier in diesem Spiel. Ist es ein christliches Spiel oder nicht? Keine Ahnung. Egal, wir verteilen jetzt mal unsere Truppen hier, weil wir haben geheiratet. Und heiraten bedeutet immer Kampf. Zumindest hier. Keine Rückschlüsse auf das reale Leben, bitte. Ich habe nichts gegen heiraten. Nichts Wirksames. Der war einfach so aufgelegt, sorry. Okay, genug von Heiraten gesprochen. Wir spielen Nobunaga's Ambitions am NES. Richtig gutes Game, richtig gute Strategie-Game, wenn man die Zeit dafür aufwendet. Okay. Hier werden die Truppen verteilt und ich bin dran. Ich starte gleich mal mit einem fetten Angriff. Ich greife einfach da und nach rechts unten an. Attacke. Down right. Ich habe 10, der hat 8. Jetzt hat er nur noch 3. Haha, gut. Nächster, Angriff. Den brezel ich weg. Da lebt nichts mehr. Attacke. Down right. Weggebrezelt. Voll weg. Blut am Schlachtfeld. Müsst ihr euch vorstellen. Spielt sich hier alles im Kopf ab. So wie bei den Browser-Games damals. So, was machen wir hier? Wir ziehen dann nach rechts unten. Move. Down right. Was macht er? Der greift an. Den brezeln wir weg. Attacke nach links unten. Attacke. Down left. Weggebrezelt.
Wieder Blut, Leichen. Heieieiei. Richtig, der ab 18 Shit hier. Aber nur, weil ich Shit gesagt habe. Okay, was machen wir hier? Wir greifen hier nach links oben an. Attacke wieder. Attacke nach oben links. Oben links. Was? Da lebt fast nichts mehr. Ein bisschen was lebt noch. Und so ein paar Verletzte krabbeln noch rum. Und da hat sich einer mit seinem Angriff hier selbst zerstört. Die haben sich selbst in Unglück gestoßen. Und alles nur, weil ich geheiratet habe. Ach, ich bin doch ein schlimmer Junge. Ich habe wohl die falsche Frau geheiratet. Ha! Ich weiß, heiraten ist gar nicht so wichtig in dem Spiel, aber lasst mir doch die Story mit dem Heiraten. An irgendwas muss ich mich hier klammern. Gut, es geht weiter. Ich ziehe nach rechts runter. Down right. Ich ziehe hier nach links unten. Move. Down left. Und der chillt einfach mal. Ich sag den chill mal eine Runde. Das hier steht nämlich für chill mal eine Runde. Auch wenn es nicht so da steht. Kann das jemand hacken und bitte durch chill mal eine Runde ersetzen? Wäre mir ein Bedürfnis. Und du gehst auch mal auf chill mal eine Runde. Gut. So, jetzt letzter Angriff. Ich glaube, das ist der letzte Angriff. Ich glaube, ich habe nur noch den einen zum Besiegen, oder? Aber der hat 9. Das werde ich nicht schaffen. Egal. Ich hau einfach drauf. Pfeif auf Strategie. Ich verstehe es sowieso nicht. Down left. Angriff. Was passiert? Ich habe was abgezogen, bin nicht ganz gestorben. Ist es schon mal was? Der brezelt zurück. Ich natürlich so instant am Sterben. Klaro. Gut, weiter geht's. Wo bin ich? So, ich ziehe nach. Puh, wie mache ich das jetzt? Ich kann nicht nach unten ziehen, oder? Move. Ab. Oh ja, ich kann einfach nach unten ziehen. Dann greift mich der an. Und mit dem gehe ich nach rechts runter. Down right. Okay. Chill mal eine Runde. Nein, nicht chillen. Nicht chillen. Nein, das. Nein, eine Attacke ist schon gar nicht. Wem soll er denn angreifen? Hier ist ja niemand da. Down left. Und der bleibt einfach so. Ja, ihr könnt mir gerne Kommentare reinschreiben, was ich alles falsch mache. Ihr kennt euch so sicher besser aus, wenn ihr das seht. Vielleicht sind es ja sogar richtige Fans von dem Game. Die gibt's. Das habe ich gelesen. In einem Buch. Stimmt nicht im Internet. Okay, Angriff. Down left. Mal schauen, ob er das aushält. Ja, yeah. Da lebt nichts mehr. Einer kriecht noch rum, blutend. Der Rest ist tot. So, passen. Zu wem passt er eigentlich? Ist schon klar. Das heißt chillen. Chillen heißt das eigentlich. Ich kann chillen. Chillt die Beinhaare, Junge. So, ihr chillt euch. Nein, ihr chillt euch nicht die Beinhaare. Ihr sollt euch bewegen nach links unten. Down left. So. Und dann wird wieder angegriffen. Nein. Ha, der hat überlebt den Angriff. Obwohl er angegriffen hat. Org. So. Der muss richtig gut sein. So, ich greife jetzt nach links unten an. Und klär euch den ganzen verdammten Reis. Da geht es auch um Reis bei dem Spiel. Und man muss immer Reis mitnehmen. Ist tot. Gut. Sieg. Um welchen Preis ist halt die Frage, aber BÄM! Alles weggebrezelt. Nichts lebt mehr. Außer mir. Ich lebe noch. Ja, ich verlinke euch gleich mal ein weiteres NES-Game, nämlich Ninja Kid. Richtig schlecht, richtig übel. Nicht spielen, sondern nur anschauen. Haut mir was in die Kommentare, was euer Lieblingsspiel ist. Ich sage bis bald. Ein Like da lassen wir auch noch ganz nice. Und Ninja Kid schauen. Ninja Kid schauen, Leute. Da drüben Ninja Kid schauen und abonnieren. Ciao.